Hoch in den französischen Alpen. Eine 18 Meter lange Slackline, gespannt über eine Schlucht. Und darauf Kenny Belay auf einem Fahrrad, 112 Meter über dem Abgrund. Das hat vorhin noch keiner geschafft. Es war, als ob 10 Tonnen von meinen Schultern gefallen wären. Wie 4 Weltmeistertitel in 30 Sekunden zu gewinnen. Der beste Moment in meinem bisherigen Leben. Rund ein Jahr hat der Belgier dafür trainiert und zahlreiche Abstürze in Kauf genommen. Der Mensch ist für diese Höhe einfach nicht gemacht. Selbst wenn man angeschnallt ist, ist das Runterfallen wirklich furchtbar. Als ich das erste Mal runtergefallen bin, habe ich geschrien wie ein kleines Mädchen. Kenny Belay ist einer der besten Mountainbiker der Welt. Mit 9 nahm er in seinem ersten Wettkampf teil. Seitdem gewinnt er Titel um Titel. Sein Sport ist aufsehenerregend, auch im spanischen Moreira. Mehrere Wochen im Jahr verbringt er in der Costa Blanca. Hier scheint immer die Sonne und es gibt keine Luftverschmutzung. Der ideale Platz für einen Athleten, um sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Deshalb komme ich gerne nach Spanien. Es ist ein Spielplatz für alle Outdoor-Sportarten und die sind mein Leben. Das Meer, die Berge, alles ist hier in der Nähe. Zwischen den Trainingseinheiten kann der 33-Jährige zum Ausgleich auch mal die Disziplin wechseln. Eine Runde Stand-Up-Paddling zum Entspannen. Und danach geht es wieder aufs Rad. Seine große Leidenschaft, Trail. Bei dieser Variante des Mountainbiking muss der Fahrer einen Parcours mit Hindernissen durchfahren. Meistens sind das Felsen. Er darf diesen weder verlassen noch vom Rad steigen. Sonst gibt es Strafpunkte. Kenny Belay ist 4-facher Trail-Weltmeister und seit mehr als 15 Jahren an der Weltspitze. Eine besonders beliebte Variante, Street Trail. Die Stadt wird zur Hüle. Beim Street Trail geht es um Kreativität. Man nutzt die natürlichen Hindernisse als Rennstrecke und probiert einfach alles aus. Man springt auf alles, was man sieht. Dazu ein paar Freestyle-Tricks. Das mag ich auch sehr gerne. Street Trails eignen sich auch bestens für spektakuläre Videos. Im Internet werden sie 100.000-fach angesehen. Wichtig für Aufmerksamkeit und Selbstvermarktung. Auch hier ist Kenny Belay gut aufgestellt. Als erster Trailbiker wird er 2003 zum Profi. Mit zahlreichen Projekten und Auftritten versucht er, seinen Sport bekannt zu machen. Mit seiner eigenen Fahrradshow tourt er um die Welt. Mehr als 25 Länder hat er bereits besucht und sucht sich die unmöglichsten Orte für seine Trials, wie den Fernsehturm im japanischen Nagoya. Spektakuläre Bilder erleichtern die Sponsorensuche. Es ist ja fast ein Hype unter Extremsportlern geworden, immer verrücktere Dinge zu tun, immer spektakulärer. Aber die Menschen hatten schon immer diese Träume. Ich meine, Fliegen war auch lange unmöglich. Natürlich will man seine Sponsoren auf coole Weise präsentieren, aber in erster Linie macht man es für sich selbst. Und selbst wenn niemand zuguckt, würden wir es machen. Die Grenzen austesten, sehen, was möglich ist. Und diesen Ehrgeiz kann jeder sehen, der mit ihm unterwegs ist. Nichts, was nicht als Hindernis herhalten kann. Alles scheint möglich. Erst wenn die Sonne hinter den spanischen Bergen untergeht, schaltet Kenny Belay auch mal einen Gang runter. Schließlich ist morgen ein neuer Tag.